Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es immer wieder ein Footdraft hier auf meinem Kanal mit einer neuen Innenverteidiger-Icon, die wir so noch nicht hatten im Draft. Wir hatten diesen Spieler schon mal als Mittelfeldversion, aber als Innenverteidiger-Version noch nicht hatten wir. Ja, also ich bin mal gespannt. Vielleicht errät ihn einer. Vielleicht, das waren jetzt ein paar Tipps. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren raten. Vielleicht errät die Icon einer das gerne. Like das gerne, abonniert wie immer. Falls ihr noch nicht abonniert, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, um nichts mehr zu verpassen. Könnt wie immer noch gerne meinen Shop auschecken. Für die Nice Designs als T-Shirt, als Pullover. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß Design. Das hier gibt es auch noch in meinem Shop. Also abchecken. Link ist oben in der Beschreibung. Wie immer gibt es eine gratis Autogrammkarte von mir zu jeder Bestellung dazu. Und weiterhin läuft noch die Aktion. 10 Stück davon sind limitiert. Die haben hier hinten so ein Smiley drauf und eine E-Mail-Adresse. Könnt euch einfach bei der E-Mail melden, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann ein Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Ab geht's. 3, 4, 2, 1, Leute. Ab geht's. Captain wird broke. Wie in letzter Zeit immer. Wucham, es ist nice. Für einen rechten Mittelfeldspieler eigentlich optimal. Es gibt eigentlich, ja okay, ja eigentlich, ne, eigentlich gibt es keinen besseren. Vielleicht Mbappé noch als Informat. Was hat der Inform Mbappé? Ich glaube, er hat 88, ne? Also 89er James ist eigentlich schon ganz fresh hier fürs rechte Mittelfeld. Nehmen wir mal mit, Digga, als Captain. Okay, dann geht's weiter. Linkes Mittelfeld. Vielleicht Douglas Costa oder so, 88 rated. Ganz nice. Mané ist auch in Ordnung. Okay, 87er Mané ist auch in Ordnung. Geht klar. Erst James. Jetzt Mané. Ist okay, Mann. Oh, pinke Animation. Vielleicht eine Icon direkt. Oh, Laurent Blanc, Digga. Sehr, sehr nice. Laurent Blanc. Neue Icon. 91er Version. Habe ich bislang immer nur als, was soll ich sagen? Als Dings Mittelfeld-Icon gehabt. Jetzt auch die 91er Innenverteidiger-Icon. Die hatte ich noch nie im Draft. Sehr, sehr fresh. Absolut kranke Karte, ne? Vor allem der Typ ist 1,92, Digga. So eine heftige Karte, Mann. Ohne Witz. Nehmen wir mit Laurent Blanc. Okay, und ist natürlich nice. Linkt hier sogar unseren James Rodriguez. Was will man mehr? Okay, wir machen den ersten ZM. Der muss gut werden. Das wird nicht gut. Das sieht man schon. Oh mein Gott. Ja, den hier für eine geile Frisur, Alter. Serrero. Absolute Legendenfrisur, Mann. Ich sag's euch. Können wir eigentlich mitnehmen, Digga. Die anderen sind jetzt auch nicht viel besser. Von daher eigentlich scheißegal, wen wir mitnehmen würden. Viviani ist der highest rated. Wir nehmen mal Serrero mit. Geile Frisur, Digga. Ey, wisst ihr, ich nehme manchmal einfach Spieler mit, weil die einfach eine geile Frisur haben. Von daher ist Serrero. Ab geht's mit dem ersten Innenverteidiger. Laporte, ja. Ihr wisst es ja, in letzter Zeit, ich kriege so krank viele Franzosen. Guck mal, wir haben Laporte und Lejeune, haben wir auch schon wieder zwei Franzosen am Start. Sehr, sehr geil. Laporte nehmen wir natürlich mit, ist ganz klar. Okay, wir machen jetzt... Na, der muss jetzt gut werden, komm. Blaue Animation wird kein Team auf dir. Schon wieder Kuschel, wir schon wieder Franzosen. Ey, warum kriege ich in letzter Zeit einfach so viele Franzosen, Mann? Ich weiß es nicht, warum. Entweder es gibt einfach zu viele Franzosen. Es gibt, glaube ich, auch einfach, das ist mir aufgefallen, im Fußball, es gibt einfach zu viele gute Franzosen. Ich weiß nicht, warum, aber ohne Scheiß, die Franzosen sind alle gut. So, ohne Witz, Alter. Irgendwie sind alle Franzosen im Auto manchmal gut, Mann. Ich verstehe es auch nicht. Und irgendwie, naja, halt, kauft jeder gefühlt immer in der Winterpause mindestens einen Franzosen unter 20 oder so. Für 80 Millionen, Alter, ich sag's euch. Das ist irgendwie Standard in den letzten Jahren geworden. Ein Franzose ist immer am Start, Mann. Okay, Torhüter und dann ZM. Alisson, Lafont, da schon wieder ein Franzose. Ey, Digga, was ist hier los, Mann? Warum kriegt... Oh, De Gea wird aber auch gehen, ne? Und wir higher rated. Ding ist aber, wir könnten De Gea noch als Team of Year bekommen. Lafont können wir nicht mehr als higher rated Version bekommen. De Gea gibt sogar noch, haben wir sogar noch zwei Informs, die wir kriegen können. Das heißt, wäre eigentlich cleverer, Lafont mitzunehmen. Weil der ist ja, der ist mit 90 schon ein Ratingpunkt nur weniger als De Gea. Geht klar, Mann. Ja, nehmen wir Lafont mit, würde ich sagen. Okay, nice, Mann. Vier Franzosen schon wieder am Start. Volles Frankreich-Team 2.0, man kennt es doch. Okay, ZM, komm, der muss gut werden. Team of Dear, das könnte einer werden. Oh, Modric. Oh, Fabregas als Transferkarte. 92er Modric müssen wir eigentlich jetzt mitnehmen. Ah, bleibt uns nichts anderes übrig, Mann. Können wir natürlich, ist klar, ich weiß nicht mehr, den Team of Dear bekommen, aber... Ja, ist, glaube ich, das Beste. Dritte 90er-Plus-Karte, wir nehmen Modric mit. Wer kam es mal jetzt noch bei Real, der wird der den hier grün linken, das wäre ganz nice. Aber ja, leider nicht. Okay, rechter Flügel wird wahrscheinlich eh. Ich glaube, wir machen erstmal den linken Flügel, dann den Stürmer und dann den rechten Flügel. So gehen wir jetzt mal vor hier. Und der linke Flügel wird. Ja, Neymar.
Neymar auch nicht so nice. Leroy Sané oder Willian? Ich glaube, wir nehmen sogar lieber Willian mit. Ist wahrscheinlich besser zu linken hinter Willian als Brasilianer. Obwohl, City, Sané als Deutschen könnte man vielleicht auch irgendwie linken. Ich glaube, wir nehmen Willian mit. Okay, nehmen wir erstmal Willian mit. Sané hat selbe Rating, von daher egal. Also alle Spieler eigentlich heftig, ne? Außer der Serrero hier. Der ist jetzt nicht so geil mit 75. Okay. Ich glaube, wir machen erst den rechten. Ich wollte eigentlich erst den Stürmer jetzt machen und dann den rechten Flügel. Obwohl... Doch, wir machen das so. Komm, wir machen erst den Stürmer. Rechter Flügel wären ja eh immer dieselben 5. Von daher, erst Stürmer, komm. Das sieht okay aus. Das sieht doch nicht okay. Ja, hätte ich besser Dings mitgenommen, ne? Sané hätten wir den mit Ud linken können. Okay, jetzt haben wir Pato, aber... Naja, Pato ist auch nicht so geil. Morata haben wir noch am Start. Okay, war vielleicht doch gut, William mitzunehmen. Nehmen wir Morata mit als 83er. Ach, Digga, ja, okay. Hier kommen jetzt eh Salah. Pink Animation. Trotzdem werden sie wie immer dieselben. Ja. Obwohl, wenn eine pinke Animation ist, dann kommt immer anstatt Salah, kommt immer Bale. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist immer der Austausch. Oh, wenn James noch bei Real wäre, das wäre perfekt. Die drei jetzt da im grünen Link, wären, glaube ich, alle dann noch voller Chemie. Dann hätten wir locker 10 Chemie mehr oder so. Dann wären wir, glaube ich, schon auf 100, ohne Scheiß. Ach, egal, wir nehmen Bale mit, was soll's. Okay, machen wir es erstmal so. Naja, 90 Chemie ist in Ordnung. 87 Wertung, 90 Chemie, geht klar, Mann. Geht klar, geht klar. Blaue Animation. Oh, Messi. Okay, ja, kann man machen. Messi 95. Nehmen wir mit. Safest Ding. Team of Dear ist jetzt over, Messi. Aber bringt 5 Chemie schon mal mehr. Sehr geil. Ich dachte, das bringt auch noch was, aber es bringt gar nichts. Und es bringt uns eine 88er Wertung. Wenn wir es so machen, können wir vielleicht sogar auf 89 kommen. Yep. Aber 2 Chemie weniger. Na, egal. Okay, auf 100 Chemie sollten wir eigentlich kommen. Wir brauchen eigentlich entweder einen La Liga oder einen Premier League Mittelfeldspieler. Oder einen Icon halt. Icon wäre natürlich perfekt. Ich denke mal, das sollte machbar sein, würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Sollte schon machbar sein. Salah haben wir am Start. Sané ist auch wieder am Start. Ich glaube, wir nehmen Dings mit. Salah und stellen einfach hier ins Mittelfeld. Bringt 4 Chemie mehr. Okay. Aber 3 Chemie noch. Könnte vielleicht sogar mit Manager machbar sein. Ja doch, wenn wir einen La Liga-Manager bekommen, kriegen unsere 3 La Liga-Spieler auf der rechten Seite alle einen Chemiepunkt. Dann wären wir sogar mit... mit Premier League Manager würden wir 2 Chemie nur bekommen. Das heißt, wir bräuchten Stand jetzt einen La Liga Manager, dann würden wir auf 100 Chemie kommen. Premier League Manager würde nur für 99 reichen. Bittere Sache. Pink Animation. Oh, Hazard ist noch am Start. 91 rated. Sehr geil natürlich. Nehmen wir mit erstmal. Wir nehmen uns hier sogar einen Chemiepunkt mehr. Okay, nice. Jetzt würde. Premier League Manager würde immer noch nicht reichen, weil nur Salah. Hazard dann einen mehr bekommt. Das heißt, wir brauchen unbedingt... warte mal. Nee, das bringt nichts hier. Ah, scheiße. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen... Shit, Mann. La Liga Manager gleich. Ah, ist natürlich die Sache, ne? Ob wir einen La Liga Manager bekommen oder nicht, ja, müssen wir gleich mal schauen. Weiter geht's mit... Sturridge. Den hier haben wir auch noch. Florenzi, Kagawa. Wir nehmen Highest Rated mit Kagawa. Alles nicht so geil jetzt gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, was soll's. Wir müssen noch eine pinke Animation, glaube ich, haben. Immobile, Neymar haben wir noch. Okay, wir nehmen Neymar. Wenn wir Neymar jetzt mitnehmen, können wir natürlich nicht mehr bekommen, ist klar. Als Higher Rated Version. Wir nehmen ihn aber trotzdem, glaube ich, mit. Wir können vom Ding her vielleicht sogar Neymar einbauen. Zack, hier hin und dann Blanc hier rüber. Da müssen wir aber hier schauen, dass wir den irgendwie austauschen. Da müssen wir gleich mal gucken. Mal schauen. Okay, 7 Spieler haben wir noch, Leute. 7 Spieler sind es noch. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine Icon, Digga. Wenn wir jetzt eine Icon hätten, dann können wir sogar noch Neymar mit einbauen. Aber dann müssen wir halt eine Icon haben. Ohne Icon wird es, glaube ich, nichts. Rongier nehmen wir mit. Und wir müssen uns jetzt natürlich auch noch auf den La Liga-Manager verlassen, ne? Scheiße, Mann. Das wird natürlich auch nicht so leicht. Eigentlich bräuchten wir noch einen Mittelfeldspieler aus der Premier League. Dann wären wir auch auf 100. Ich will mich jetzt hier nicht auf den La Liga-Manager verlassen. Weil man weiß ja nie im Draft, Digga. Hinterher kriegst du wieder keinen passenden Manager. Vinicius Junior bringt uns ehrlich gesagt nichts. Ist nur high rated, ne, mit 92. Nehmen wir mit, bringt uns aber absolut gar nichts. Oder wir stellen halt, es bringt nichts. Wir nehmen ihn mit, highest rated, für die Bank ganz gut. Wir sind sogar auf eine 90er Wertung dadurch hochgegangen. Alter, heftig. Okay, kann man machen. Wir wollen halt immer noch diesen Mittelfeldspieler, ne, komm, Ibora. Ibora, okay, Ibora müsste reichen. Okay, wir hätten Carrasco, der 83. Ibora ist allerdings Premier League. Das heißt, ich glaube, der würde uns auf 100 bringen. Ja, müsste uns eigentlich auf 100 bringen.
Zack. Ja, der bringt uns auf 100. Nur als Absicherung. Wir nehmen jetzt Ibora erstmal als Absicherung mit, falls wir jetzt gleich keinen Manager kriegen oder so. Eigentlich will ich ihn ungern einbauen. 81er. Ist schon ein bisschen broke, Mann. Aber als Absicherung ist er am Start. Von daher, 100 Chemie ist schon mal gesichert. Trotzdem wäre es geil, wenn wir noch eine andere Option raushauen. Shahin, Digga, mit seinem 37 Tempo. Was will man mehr? Kilifi. Der Shahin ist sogar der Beste, Alter. Mit 37 Tempo. Highest-rated Spieler, Alter. Grüße gehen raus an Nuri Shahin. Wir drei Spieler sind es noch. Ab geht's. Blind, TT, Lachun. TT nehmen wir mit. Okay, die letzten zwei Spieler. Ab geht's. Come on. TS. Oh, Mondi nochmal. Nochmal eine fresche Future-Star-Card. Dritte Future-Star-Card ist am Start. Ja, nehmen wir mit. Mandy oder Mondi. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Bringt uns aber auch nicht viel. Von daher, scheiß drauf. Okay, letzte Karte. Vielleicht nochmal ein Icon im Tor oder so. Bringt uns allerdings auch nicht mehr viel. Vielleicht noch De Gea als Team of the Year. Bringt uns aber auch nicht viel. Ah, gar nichts, Alter. Ich rede von Icon und von De Gea Team of the Year. Und dann kommt 5 Non-Rack-Keeper. Ey, danke dafür. Dimitrovic nehmen wir mit. Okay, wir sind runter sogar auf eine 88er Wertung. WTF, Mann. Oh mein Gott. Okay, wir sortieren mal auf 89. Sollen wir schon wieder hochkommen, oder? Eigentlich eine gute Bank. Das ist halt schon bitter, Mann. 88 wäre auch echt Minus eigentlich. Ey, Digga, dein Ernst? Ne, 89. Okay. 89 haben wir. Mit Ibora werden wir auch auf 100 Chemie. Werden wir aber jetzt erstmal schauen, dass wir so lösen können. Aber warte mal, was denn? Wenn wir das hier so machen, bringt auch nichts. Ne, okay. Also, das heißt, wir brauchen einen La Liga Manager. Oder wir müssen halt Ibora reinpacken. Ah, oh, der hier ist La Liga, oder? Ne, der ist nicht La Liga, Alter. Scheiße, Mann. Oh, nee, Digga. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir sogar noch Ibora reinpacken, um auf 100 Chemie zu kommen, Alter. Oh mein Gott, ey. Okay, das Team würde so natürlich fresher aussehen. Wäre so nur ein 188er. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Wenn wir jetzt Ibora reinpacken, kann ich kurz machen, sind wir auf 189 wieder. Nice, Mann. Ich hoffe, das Draft hat euch gefallen hier mit Blanc als neuer Icon. Lasst ein Like, da ist ein Abo da. Wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Checkt noch wie immer gerne meinen Shop aus. Für die nice Designs als T-Shirt, als Pullover, ihr wisst es. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß. Und die neuen nice Designs hier gibt es auch noch als T-Shirt und als Pullover. Gerne abchecken, Leute. Link ist oben in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es auch wie immer dazu. Und 10 Stück sind noch limitiert, ihr wisst es. Haben hinten Smiley und eine E-Mail drauf. Habt ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei? Meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann noch ein Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Also gerne abchecken. Wir sehen uns heute Abend, morgen nochmal wieder rein und ciao.